Die Ära der AI-Revolution ist hier. Jetzt ist die Frage, ob du das Ganze zu deinem Vorteil ausnutzt oder dich einfach zurücklehnst und schaust, wie andere dabei Geld verdienen können. Zahlreiche Leute, genau eben wie du, nutzen eben diese Möglichkeit und bauen sich von zu Hause aus ohne großen Fähigkeiten Side-Hustles mit Hilfe von AI auf und können damit 100, 500, sogar 1000 Euro Profit pro Tag damit verdienen und decken theoretisch damit sogar ihre eigene Monatsmiete. Jetzt ist die Zeit, dass du endlich anfängst, dein Leben in die Hand nimmst und endlich mal durchstartest, das, was du dir zu Beginn des Jahres versprochen hast. Und hier sind vier der interessantesten AI-Side-Hustles, die du mit unter 50 Euro Startbudget ohne irgendeinem Vorkenntnis starten kannst und damit in wenigen Wochen bis Monaten dein erstes richtiges Geld verdienen kannst. Fangen wir an. Stell dir vor, du könntest Zehntausende Dollar oder Euro im Monat verdienen, indem du ganz simple Kaffeetassen auf Etsy verkaufst. Und genau das machen zahlreiche und Dutzende Shops auf Etsy und anderen Plattformen. Schauen wir uns zum Beispiel diesen Verkäufer an. Er verkauft alle möglichen ganz simplen Tassenideen und konnte dabei schon über 43.000 Verkäufe generieren und damit über 1,5 Millionen verdienen. Eine Unsumme dafür, dass er ganz einfache Tassen verkauft. Und weißt du was? Hier kommt das Krasse. Es ist natürlich nicht nur der einzige Shop. Hierfür gibt es natürlich Dutzende weitere Shops, die genau das machen, nur mit etwas anderen Designs. Und das Beste hieran ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit verschicken sie nicht mal selber diese Designs, sondern haben hierbei einen passenden Partner, wie zum Beispiel Printify, einen POD, Print-on-Demand-Supplier, der im Backend diese Bestellungen auf Anfragen für den Kunden direkt zum Kunden bedruckt und verschickt. Somit muss der eigentliche Verkäufer überhaupt kein eigenes Inventar haben oder das überhaupt selber bedrucken. Und früher hätte es eine Ewigkeit gedauert, eben solche simplen Designs zu erstellen, vor allem ohne grafischen Designkenntnissen. Und jetzt, dank genialen künstlichen Intelligenzplattformen, geht das einfach so. Und genau hier kommt die AI-Magie ins Spiel. Hierbei verwenden wir das unglaubliche KI-Programm namens Midjourney. Midjourney ist ein Text-zu-Bild-Generator, der einfache Textbeschreibungen in atemberaubende Designs verwandelt. Mit ihm könnt ihr in wenigen Minuten eine unbegrenzte Anzahl von verschiedenen Kaffeedesigns erstellen. Schaut euch einfach hierfür als Beispiel diese ganzen Generationen, die ich in wenigen Minuten erstellen konnte. Das hätte normalerweise ohne grafischen Kenntnissen, selbst mit großen grafischen Kenntnissen, einfach eine Ewigkeit gedauert. Wir können direkt Midjourney vorgeben, welche Art von Designs wir haben wollen. Hier zum Beispiel die Prompt Cute Husky Illustration Disney Style White Background. Wir können jetzt diese Designidee nehmen und direkt ein paar passende Mockups und auf dem Produkt direkt bedrucken mit der passenden Anlinkung zu einem Print-on-Demand-Supplier wie Printify und direkt zu unserem Etsy-Shop gemeinsam verlinken und zum Verkauf bereitstellen. Aber nehmen wir mal an, du hast keine Tastenideen mehr. Also können wir hierbei auch wieder eine weitere AI zu Hilfe ziehen, in dem Fall ChatGPT. Give me a list of coffee mug ideas to sell online. Hier könnten wir zum Beispiel nehmen Option 5 Travel Destination Mugs, Mugs with iconic landmarks or skylines from famous travel destinations. Wenn wir länger die verschiedenen erfolgreichsten Tassen anschauen, fällt uns ein ganz klares Merkmal auf. Und zwar, die erfolgreichsten Tassen sind oftmals mit passenden Sprüchen versehrt. Und genau da können wir auch wiederum ChatGPT nach passenden Sprüchen zu unserer Tasse fragen. Wie zum Beispiel dieser witzige Spruch hier, I fell in love with you, right? Können wir jetzt ganz bequem als Textoption hinzufügen. Direkt in Printify werden wir unser Design hochladen oder alternativ ein fertiges Design via Canva erstellen. Und boom, hätten wir ein fertiges Tassenbusiness, das komplett mit AI generiert wurde. Und falls ihr dazu detailliertere Videos sehen wollt, habe ich dazu sogar selber eins abgedreht und das seht ihr hier. Aber machen wir weiter mit Option 2. Dank dem rasanten Aufstieg von künstlicher Intelligenz ist es für jeden möglich, überdurchschnittlich gute Texte zu erstellen mit ChatGPT, Jasper.ai und sonstiges, alle möglichen anderen Implementationen und natürlich geniale Bilder mit wenigen Textbefehlen mit Midjourney oder ähnlichen Plattformen zu erstellen. Doch hierbei ist wirklich der essentielle Unterschied, wie du deine Prompt erstellst. Denn das ist der Unterschied von einem simplen Bild und einem genialen Bild, die wirklich aussagekräftig sind und Leute bereit sind, viel Geld für zu bezahlen, selbst Unternehmen. Und genau das ist der Schlüssel zu hochwertigen, genialen Designs. Schauen wir uns mal genau dieses Beispiel hier an. Dieser Verkäufer hier hat schon über 20.000 Verkäufe und ist erst relativ frisch am Markt. Und wir sehen hier, er verkauft lediglich Design Prompt-Pakete für Midjourney, T-Shirt-Designs und Co. Dabei sind die Preise natürlich etwas billiger, aber mit über 20.000 Bestellungen hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit damit bereits schon sechsstellige Profite erzielen können. Und hierbei, das Geile daran ist, diese Prompts sind einmal erstellt und können
fortlaufend verkauft werden, ohne großer weiterer Arbeit. Der Verkauf auf Etsy ist nicht so profitabel wie das erste oder das dritte und vierte, ist aber dennoch eine sehr interessante Möglichkeit, um sich tiefergehend mit dieser Materie auseinanderzusetzen, denn die Möglichkeiten, wenn du die Prompts beherrschst, sind grenzenlos. Aber jetzt fragt sich vielleicht der andere, was ist überhaupt eine Prompt und was macht das so besonders? Ganz einfach, eine Prompt ist irgendeine Art von Text, Frage oder Information, die der KI mitteilt, was wir von ihr haben möchten. Wenn ich zum Beispiel ein ganz simples Bild von Welpen, insbesondere Corgis, erstellen lassen möchte mit Midjourney, würde ich zum Beispiel folgende Prompt eingeben. Cute Illustration of Corgi Puppies. Dann würde ich folgendes Ergebnis bekommen. Hingegen, wenn ich diese Prompt minimal abändere, Cute Illustration of Corgi Puppies with Sunglasses, bekommen wir natürlich folgendes Ergebnis. Also der Trick in dem Prompt liegt es, nämlich umso detaillierter du bist, umso bessere Ergebnisse wirst du bekommen. Und jetzt kommt das Geniale. Wir können ja selber solche Prompts wirklich sehr schön und sauber erstellen lassen. Und zwar wie? Indem wir wieder die Hilfe von ChatGPT zu Hilfe stellen. Leider ist ChatGPT von 2021 zumindest die Informationen, die sie herbeziehen, und wird nicht 100% das akkurat widerspiegeln können, wenn wir von Midjourney erzählen, das erst seit 2022 gibt. Also müssen wir unser ChatGPT-Modell jetzt folgendermaßen trainiert, damit er genau weiß, welche Art von Prompt wir jetzt haben wollen und wie wir diese strukturieren. Und zwar werde ich mit diesem folgenden Text zuerst starten. Ich werde für euch alles unten einfügen, damit ihr auch diese genauso kopieren könnt. Hier seht ihr genau den Text, den ich so kopiere und einfüge. Dann können wir das genau so nutzen. Dann als zweiten Text füge ich das ein mit OK. Hoffentlich versteht er das Ganze. Jetzt kommt ein richtig langer Text, wo wir bei dem Ganzen ins Detail gehen und nochmal das Ganze detaillierter erklären für ChatGPT, damit er versteht, wie die Handhabung von Midjourney ist. Jetzt haben wir das Modell trainiert und ich habe zwei verschiedene Prompts erstellen lassen. Und zwar, das waren die Ergebnisse dadurch. Etwas, was ich vielleicht durch meine eigenen Prompteingaben nicht schaffen hätte können. Aber indem wir ChatGPT trainiert haben, haben wir zwei drastisch unterschiedliche, aber geniale Ergebnisse bekommen. Da wir jetzt unser trainiertes Tool haben, können wir das natürlich nach und nach mehr und mehr trainieren und raffinierter machen. Und jetzt können wir diese Prompts wie am Fließband für Etsy produzieren. Das Ganze können wir jetzt wie bei dem vorherigen Beispiel jetzt auf Etsy erfolgreich verkaufen oder alternativ auf anderen Prompt-Marketplätzen wie zum Beispiel PromptBase verkaufen. Oder eine weitere Option wäre, ChatGPT immer mehr als Prompt-Trainer zu trainieren und dann, indem wir quasi besser mit unseren Prompts und Prompterstellungen werden, das Ganze in einer anderen Art und Weise monetarisieren. Eventuell über Fiverr Service Flipping oder das Ganze an Dienstleistungen und Unternehmen verkaufen, indem wir uns natürlich als Prompt-Experte positionieren und das Ganze einfach meistern können. In dem Fall leveragen wir unsere brandneu erlernten AI-Skills und können die höherpreisig verkaufen, anstatt für wenige Euros. Und dann dementsprechend geniale Bilder an Unternehmen potenziell verkauft. Bei Option 3 sehe ich tatsächlich das höchste Potenzial für den höchsten Gewinn. In dem Fall verkaufen wir AI-Kunst in Form von Postern, Canvas oder theoretisch als digitale Downloads via Etsy oder anderen Plattformen. Ganz vereinfacht, AI-Kunst verkaufen. Und vertraut mir, hier gibt es Shops, die wirklich Millionen machen. Schauen wir uns zum Beispiel diesen Shop hier im Detail genauer an. Rooted and Homeground verkauft ganz, ganz simple Designs, Poster und Co. und hat schon über 112.000 Verkäufe erzielen können. Wir sehen hier, sind die Designs tatsächlich weitestgehend relativ simpel. Wir haben alle möglichen Arten von Designs, von bedruckten Kartendesigns zu simplen Mustern oder zu einfachen Landscape-Designs. Sagen wir mal, als Beispiel wollen wir dieses Design hier replizieren und auf unserem Etsy-Shop verkaufen. Genau für dieses Design könnten wir jetzt unseren vorherig erstellten Prompt-Designer dafür nutzen, für uns Dutzende weitere Design-Ideen erstellen zu lassen. Und das wäre zum Beispiel eine Prompt-Idee, die wir direkt in Midjourney einfügen könnten. Und das wäre das erste Ergebnis. Und innerhalb von 5 Minuten konnte ich damit diese zahlreichen Ergebnisse und Landscapes und Bilder dafür erstellen lassen. Und hierbei hätte das auch wieder stundenlang gedauert, wenn nicht sogar Tage oder Wochen, hätten wir es selber erstellen müssen. Und das Beste daran ist, wir können diese Designs nicht nur als Poster oder Canvas verkaufen, sondern theoretisch als digitale Downloads auf Etsy, Redbubble oder anderen Alternativen. Theoretisch auch über unseren eigenen Shopify-Store. Hierbei ist es noch so viel leichter, denn wir haben hier keine großen Logistikprobleme. Der Kunde kauft und es wird direkt an ihn per E-Mail oder direkt nach der Bestellung verfügbar gemacht in Form eines Download-Links. Und dann kann er mit dieser digitalen Datei anfangen, was auch immer er möchte. Alternativ können wir natürlich aber auch dieses Produkt direkt mit einem Print-on-Demand-Supplier oder Schnittstelle, in dem Fall Printify, super
angebunden an Etsy, können wir das direkt automatisch abwickeln lassen und bestellen lassen, direkt zum Kunden. Sei es jetzt verschiedene Poster, eingerahmt, nicht eingerahmt oder theoretisch auch Canvas. Und die Möglichkeiten hierbei sind wirklich grenzenlos, denn das war nur eine kleine Möglichkeit von ganz, ganz vielen, wie du wirklich digitale Kunst verkaufen und erstellen kannst, denn es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Ideen, die man wirklich verkaufen kann. Hier nochmal zum Beispiel 3, 4 Beispiele, die für mich besonders interessant gewesen wären zum Kauf. Aber jetzt können Sie diese quasi selbst erstellen. Option 4. Bewegen wir uns mal einen Schritt weg von Etsy unter einem AI-POD-Business. Hierbei will ich euch eine neue Thematik und ein neues AI-Geschäftsmodell vorstellen. Und zwar von YouTube, denke ich mal, von euch jeder schon mal gehört, wenn er dieses Video anschaut. Und vielleicht sogar von dem System YouTube Automation. Hierbei handelt es sich um Kanäle, die lediglich ein Voiceover haben und theoretisch auch kein Gesicht hinter dem Kanal. Dafür habt ihr sicherlich schon einige Videos auf YouTube gesehen, wie zum Beispiel dieses kurze Beispiel hier. Und somit ist auch der Kanal nicht an eine Einzelperson gebunden und du brauchst auch theoretisch keine überteuerte Kamera. Oftmals sind das Videos mit Voiceover, die eine bestimmte Geschichte zu einem bestimmten Nischen- oder Themeninhalt erzählt und dann natürlich mit Stock-Footage oder ähnlichen anderem Video- oder Bildmaterial übergelegt. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Kanäle, die das super gut machen. Einer meiner Favorites ist zum Beispiel Magnites Media. Super Kanal für alle möglichen dunklen Business-Geschichten. Und da gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Beispiele. Insbesondere macht genau zu diesem Thema ein Freund von mir einen Kanal mit YouTube AI Automation zum Thema Geschichte. Und hierbei sucht er sich eine bestimmte Thematik, einen Überbegriff aus, wie zum Beispiel die Römer und irgendein Krieg. Sucht dazu einen passenden Artikel, kopiert diesen, fügt ihn in ChatGPT ein und lässt dadurch einen neuen Skript generieren. Fügt diesen über ein Quillboard hinüber, um das Ganze einfach leichter und sinnlicher zu gestalten, damit jeder Zuschauer das auch verstehen kann. Und hierbei ist natürlich wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Texte übernimmt, natürlich den originalen Autor zitiert, erwähnt und natürlich nicht 1:1 kopiert. Dann nimmt er diesen Text, spricht das Ganze einmal ein, trainiert die Stimme und fügt diese einmalig in 11 Labs ein. Somit hat er das einmal aufgenommen. 11 Labs, die künstliche Intelligenzsoftware, die die KI-Stimme generieren lassen kann und kann diese dann replizieren und immer wieder verwenden. Denn einmal muss das Ganze aufgenommen werden, dann weiß die Plattform 11 Labs, wie deine Stimme ungefähr ist. Und dann kannst du das immer wieder machen, ohne jedes Mal ein Video neu aufnehmen zu müssen. Und theoretisch muss es nicht mal deine eigene Stimme sein, es kann auch eine ganz andere Stimme sein. Sobald er das hat, einfach Skript hochladen und schon ist das VoiceOver fertiggestellt. Doch leider ist nicht alles automatisierbar an dem ganzen Geschäft. Ein menschlicher Touch fehlt hierbei und somit kannst du dich auch wirklich kennzeichnen, und zwar, das ist im eigentlichen Videoschnitt. Da können wir mittlerweile auch viele Plattformen beziehen, die uns weitestgehend unterstützen, dank künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel RunwayML, CapCut oder theoretisch InVideo. Aber komplett abgeben können wir es noch leider nicht. Diese Plattformen sind super leicht und super einsteigerfreundlich, besonders wenn du keine Schnitterfahrung hast. Aber hierzu würde ich dir empfehlen, einzelne Tutorials nochmal in Detail anzuschauen. Hierbei wollt ihr natürlich passend über den VoiceOver passende Stock-Images oder gestellte Bilder via Midjourney einfügen. Und hierbei ist natürlich ganz wichtig, Qualität über Quantität eurer Videos. Zuerst wollt ihr natürlich das ganze System einmal richtig verstanden haben und dann Videos konstant, aber hochwertig produzieren. Hierbei werden besonders Titel und Thumbnail deine essentiellen Faktoren, besonders zu Beginn, um die ersten Views und Abonnenten zu bekommen, entscheidend sein. Denn Titel und Thumbnail, das sind die ersten zwei Elemente, worauf der Nutzer zuerst achtet. Hierbei können wir theoretisch Midjourney fragen und solche Thumbnails für uns erstellen lassen. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich erstellt habe. Und diese Beispiele hier verdienen damit sogar über 5-stellig im Monat alleine durch YouTube-Werbeeinnahmen. Und ja, das ist wirklich nur durch YouTube-Werbeeinnahmen. Dabei fehlen natürlich weitere Einkommensquellen, wie zum Beispiel Affiliate-Marketing, eigene Produkte physisch oder digital und alternativ natürlich großer Faktor Sponsoren. Diese fallen natürlich weg und sobald man dieses System einmal verstanden hat, theoretisch sogar wen findet für den eigentlichen Schnittprozess, der am meisten händische oder manuelle Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, dann kann man dieses ganze System replizieren und wirklich hoch skalieren über mehrere verschiedene Kanäle in mehreren verschiedenen Märkten. Und das ist wirklich eine Riesenmöglichkeit, die viele Leute noch aktuell nicht ausnutzen. Und falls du dazu detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben willst, zu diesen und zu den vorherig genannten Methoden, sei es jetzt ein AI-Print-on-Demand-Business oder theoretisch ein komplett YouTube-AI-Automation-Kanal aufzubauen und dadurch monatlich ein passives Kommen aufzubauen, egal von wo du willst auf der Welt und egal ohne Vorkenntnissen oder großem Startkapital, dann könnt ihr euch weitere Infos von meinem Online-Kurs beziehen. Diesen könnt ihr für 24 Stunden kostenlos testen. Dazu findet ihr einen Link oben in der Videobeschreibung. Ist aber nicht notwendig, um Resultate zu erzielen. Da findet ihr genügend kostenlosen Content auf meinem oder auf anderen YouTube-Kanälen. Also für diejenigen, die ihren Erfolg beschleunigen wollen, ist das eine brillante Möglichkeit.
Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Lasst mich auch gerne wissen, welche von diesen Methoden ihr besonders interessant findet und spannend findet. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und hier seht ihr zwei weitere Möglichkeiten, wie ihr online Geld verdienen könnt. Und hoffentlich helfen die euch auch weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.